Herzlich willkommen zum Milcomp YouTube-Kanal. Mein Name ist Pommy und ich bin der Head of Delegation des Schweizer Milcomps-Team und werde euch heute mitnehmen zu einem neuen Gun Breakdown. Das Ganze heute wieder in Deutsch. Wieso? Das werdet ihr am Ende dieses Videos sicherlich erfahren. Heute haben wir etwas Neues von Schmeisser. Wir haben die neue AR-15-9. Eine AR-15 operierend in 9mm. Wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, haben wir zusammen im letzten Jahr mit Schmeisser ein wirklich großartiges Projekt realisiert. Wir haben Waffen für den Schweizer Markt hergestellt mit unserem Logo, mit Seriennummern 1 bis 70 schlussendlich. 70 Stück limitiert war diese AR-15 SVF Milcomp Edition und die Waffen waren innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft und wir haben zusammen mit Thomas Hoff, dem Geschäftsführer von Schmeisser, hier im SZ-Hof in Weinfelden bei Tom einen Testtag durchgeführt. Der Andrang an diesem Testtag war extrem groß und Thomas Hoff ist nach dem Tag zu mir gekommen und hat gesagt, Jungs, wollt ihr nicht noch etwas Neues von uns testen? Für mich war klar, möchten wir? Hey, Thomas, was ist es? Und genau dieses Produkt, das wir heute hier haben, ist es. Das ist das neueste Flaggschiff von Schmeisser. Eine 9mm AR-15, die auf Glock-Magazinen operiert. Wir haben genügend gesprochen jetzt. Ich möchte das Ding testen, schießen. Let's go! Wie ihr gesehen habt, die AR-15-9 von Schmeisser läuft einwandfrei. Sie verfügt über die entsprechenden Toleranzen und Normen der deutschen Ingenieurskunst und liegt gut in der Hand. Wie man sich eigentlich gewohnt ist von allen Schmeisser-Waffen, hat auch diese Waffe auf beiden Seiten die Controls. Das heißt, wir haben auf dieser Seite ein Magazin-Release sowie ein Bolt-Catch und Release. Das gleiche auch auf der anderen Seite, sowie eine Sicherung hier. Das Spezielle an der Sicherung ist hier, wir sprechen hier von einer deutschen Sicherung. Das heißt, wir können auch beim durchgedrückten Zustand die Waffe sichern oder entsichern. Das ist etwas, das der Behördenmarkt wünschte und deshalb Schmeisser dem nachkam und es jetzt in den Waffen verbaut hat. Wir schießen heute mit einem Falke S. Das sind die neuesten Produkte von Falke. Die sind sehr crisp, sehr clean, das Dot. Ja, und ich denke, wir machen den neuen Kompensator, den Norek-Kompensator für die 9mm von Schmeisser da drauf und schießen noch ein bisschen mehr. Einen spürbaren Unterschied mit dem Norek. Der Norek ist vor allem gedacht für Leute, die IPST schießen, dynamisch schießen und ein bisschen eine statische Waffe haben möchten. Das ist jetzt Norek für 9mm, die Schmeisser hier ebenfalls herstellen. Was ist jetzt also der Unterschied von dieser Waffe zu herkömmlichen ARs? Herkömmliche ARs haben einen Gaspisten, das haben wir hier nicht. Die Waffe, die operiert mit Direktgas-Blowback, das heißt, erst wenn die Kugel den Lauf verlassen hat, drückt das Gas den Verschluss nach hinten. Schmeisser hat hier eine neue Bufferfeder eingebaut, sodass keine Präzision beim Schießen verloren geht. Wirklich auch cool bei dieser Waffe ist dieser Bolt-Open-Mechanismus, das heißt, wenn ich leer geschossen habe in meinem Magazin, bleibt der Verschlussträger hinten arretiert. Ich kann ein neues Magazin einsetzen, Knopf drücken und bin sofort wieder bereit zum Schießen. Wie ihr sehen könnt, haben wir heute noch etwas Lustiges dabei. Wir haben einen Aimspoint Predator 2 Schalldämpfer für die Waffe und ich denke, wir schauen uns mal an, wie laut das Ding jetzt ist.
So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso machen wir das ganze Video heute wieder auf Deutsch? Wieso ist Schmeisser so präsent in diesem Video? Es geht darum, dass wir mit Schmeisser ein weiteres Projekt realisieren möchten. Und im März 2020 werden die neuen Schmeisser AR15 9mm Milcomp Edition in den Schweizer Markt kommen. Wir werden 100 Stück dieser Waffe produzieren. 100 Stück mit unserem Logo, mit den Seriennummern 1 bis 100. Und ihr könnt diese Waffen kaufen, respektive an unserem Milcomp Happening, das am 28. und 29. März im Brünig Indoor ist, reservieren und dann solltet ihr sie Ende März respektive Anfangs April, Mai sicherlich bei euch haben. Wir sind sehr zufrieden mit diesem Produkt. Wir hatten heute extrem viel Spaß, sie zu schießen und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch etwas Letztes übrig. Wir müssen diese Waffe auch Milcomp approved für den Schweizer Markt testen. Mit unserem bekannten Apfelschuss, den Wilhelm Tell, den wir als Logo tragen, hat das auch schon gemacht und das versuchen wir jetzt mit der ebenfalls. Auch die AR-15 9mm von Schmeisser muss für den Schweizer Markt getestet werden. Traditionell mit dem Apfelschuss. Ja, ein Schuss, Mac. Apfel getroffen. Einwandfrei, ohne Problem. Die Waffe kann somit auf den Schweizer Markt. Wir danken Schmeisser, dass sie weiterhin mit uns zusammenarbeiten möchten und dieses Projekt realisieren. Wir möchten dem SZO hier in Weinfelden danken, dass wir hier schießen durften den ganzen Tag durch. Und ich möchte euch danken fürs Zuschauen des Videos heute. Ich lasse all die wichtigen Links unten in der Beschreibung. Schaut euch die Waffe an, schaut euch das SZO an und schaltet nächsten Monat wieder ein, wenn es wieder heißt Willkommen bei Milcomp. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ciao zusammen.